Heute machen wir euch ein neues Video mit unseren ganz neuen Welpen. Und zwar hat da jetzt die Elsa auch ihre Jungen gekriegt und sie hat das auch super gemacht. Sie hat ja schon mal Junge gehabt, diese erfahrene Hündin. Und sie hat ja bei uns den Spitznamen Elsa die Löwin und diesem Namen wird sie gerecht, weil sie hat ein bisschen was für ihre Katze, weil sie tut wirklich die Hunde tragen und immer richten und wehe, es krabbelt ganz zwei Tane. Dann nimmt sie es wirklich ins Schnauze und hebt es zu, weil das muss immer alles in Ordnung haben. Sie ist ganz eine fleißige und ganz eine brave. Und ich werde ja nicht müde zu erzählen, dass ganz besonders darauf zu achten ist, dass die Hündinnen immer regelmäßig geimpft werden gegen alle gefährlichen Hundekrankheiten. Und diese Antikörper, die der Hund da im Laufe seines Lebens bildet, gibt er dann in die ersten drei Tage in der Muttermilch an die Welpen weiter. Das macht die Welpen stabil und sorgt für eine gute Immunlage, weil die Kleinen müssen ja einiges überstehen. Die ganze Welt ist ja voller Keime und Bakterien und überall schwirren Viren umeinander und nach so einer Hundegeburt, da bliert die Hündin, muss gewaschen werden. Das ist ja alles eigentlich unappetitlich. Natürlich waschen wir die Hündin jeden Tag und sorgen dafür, dass ständig frische Bettwäsche haben, aber die Hunde müssen eine gewisse Widerstandskraft entwickeln gegen die Umwelteinflüsse. Weil die kleinen Schnuckelchen können frühestens mit 8 Wochen geimpft werden und bauen erst dann selbstständig eigene Antikörper auf. Du bist ja ganz eine Feine. Und bei den Hunden ist es ja so, die Milch enthält extrem viel Kalzium und die Hundemilch ist auch sehr fett, deswegen wachsen Welpen sehr schnell. Und damit die Hündin dieses Fett produzieren kann, braucht es viel zum Essen. Logisch. Wo nichts ist, kann nichts herkommen. Gell? Und das Kalzium ist ein wesentlicher Bestandteil der Milch. Das kennen wir auch von uns. Deswegen sagt man, die Milch ist so gesund. Weil das Kalzium braucht jedes Lebewesen, um das Skelett zu bilden, um das Kalzium mit Kalk einzulagern in den Knochen. Damit der Hündin das Kalzium nicht zu wenig wird und nicht ihre eigenen Körperreserven angegriffen werden, jede Hündin hat, so wie Menschen auch, in den Organen und in den Knochen Kalzium zusätzlich gespeichert. Damit diese Speicher nicht entleert werden, kriegt die Hündin jeden Tag was dazu. So. Da gibt es so spezielle Präparate und das ist einfach zur Unterstützung, damit es nicht dazu kommen kann. Man nennt das Eklampsie, das gibt es bei Menschen, bei Schweinen, bei Kühen und bei Hunden. Ein erhöhter Kalziumabbau, das kann zum Schock führen und das könnte sogar eine Hündin bis zum Tod kommen lassen. Und da wollen wir natürlich auf Nummer sicher gehen, weil wie ich ja immer berichte in meinen Videos, es geht ja nicht nur ums Hundezüchten, sondern auch um Sicherheit und Gesundheit für alle Beteiligten, dass der Züchter manchmal sich wieder ausschlafen kann nach den langen Nächten in Erwartung und dass die Hündinnen gut versorgt sind und wirklich alles bekommen, was brauchen, damit sie einen Wurf vernünftig aufziehen können. Die Elsa hat sehr kräftige Welpen gekriegt. Sie selber ist ja auch nicht die Kleinste, sie ist ein richtiger Bär. Manchmal wird sie sogar mit einem Rüden verwechselt, weil sie eine ganz starke Hündin ist. Aber das ist in der Zucht natürlich klasse, weil eine große Hündin hat einfach viel Reserve und viel Widerstandskraft. Ja, ja, ganz fein machst du das. Und jetzt versuche ich mal ein Schnuckelchen zu zeigen. Und da sieht man jetzt auch, wie er dieses Mutterband, dieses psychologische ist, umso kleiner die Welpen, desto mehr sind die Hündinnen besorgt, wenn man es angreift oder wegnimmt. Weil da sind sie noch ganz in einer Mutterrolle, weil sie wissen, die Welpen sind ohne Mama völlig schutzlos und hilflos. Umso älter die Welpen werden, desto lockerer sieht es die Hündin. Und es ist so, ab 4 Wochen, wenn die Kleinen dann anfangen zum Fressen, wird das schon langsam ziemlich locker. Mit 6 Wochen sind Welpen Selbstversorger und da geht es dann nur mehr um Erziehung, also da sind sie dann alleine lebensfähig. Und mit 8 Wochen sind Welpen so reif, dass jede Hündin die Nase gestrichen voll hat von der Welpenaufzucht. Aber das werde ich dann im Laufe der Videodokumentation, wie der Wolf aufwächst, immer wieder zeigen und verdeutlichen, damit es da nicht zum Missverständnis kommt. Weil Menschen glauben ja oft, oh, die arme Hündin, jetzt nehmen sie die Kinder weg. Also für einen Hund ist das wirklich nach 8 Wochen, hat er seinen Job erfüllt. Da geht halt alles ein bisschen schneller wie bei uns. Ich mache zwar oft Vergleiche mit Kindern und mit Menschen, aber ein Hund ist trotzdem ein Hund und es gibt viele Unterschiede. Parallelen ja, aber Unterschiede auch. Und jetzt schauen wir mal, dass wir da einen kriegen. Komm mal her da, Schnuckelchen. So,
haben wir da? Am Burschen? Ja. Ist sehr schwierig, da eine Aufnahme zusammenzubringen, weil sie natürlich da immer drunter sein muss. Ja. Ja, eh brav. Eh super brav. Ja. Ich tue ihm eh nichts. Und da seht ihr es auch, wie besorgt das so eine Hündin ist, dass das Ja alles sie passt und das Ja mit dem Hund alles in Ordnung ist. Obwohl es mir zu 100% vertraut und genau weiß, dass ich ihre Welpen niemals schaden darf, ist trotzdem für sie wichtig, dass sie das erledigt. Sie will von mir gestreichelt werden, aber die Kleine kann ich nur gehen lassen. Und diese Kontrolle, was ich natürlich machen muss, obwohl es in Ordnung ist, das passt ihr eigentlich gar nicht. Und die Hündinnen werden dann immer total nervös, wenn ich aussehe, da muss zum Gassi gehen. Da muss das oft richtig nachziehen an der Leine, weil sie gar nicht weg wollen von den Kleinen. Aber sie müssen natürlich auch mehr aussehen, müssen sie lösen. Aber in einigen Tagen wird es besser. Wie gesagt, jeden Tag wird dieses Gefühl, ich muss die Babys rund um die Uhr beschützen, etwas lockerer. So, ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt mit meinem Gequassel, aber ich kann halt nicht mehr aufhören, wenn ich über Hunde rede, dann geht das unendlich. Ich kann da stundenlang durchreden, ohne Problem, ohne Luft zu schnappen. Und wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, man kann ja immer auf Gefällt mir drücken und wir sehen uns spätestens nächste Woche, wenn es ein bisschen größer sind. Bis dann. Baba.